Naja, immerhin sind wir noch nicht tot. Man muss die Sache auch einfach mal positiv sehen wollen. Nur zu essen brauchen wir demnächst was. Stand hier wirklich nur der blöde Creeper in der Ecke? Eine Creeper-blöde Ecke. Eine blöde Creeper-Ecke, so. So, 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 so. Ui. Gut. 1, 2, 3. Zack, zack. Nein. So, 48 Fackeln. 48 Fackeln klingt noch besser, oder? Fledermaus. Und das war's. So, schön. Das heißt, wir können jetzt diesen Gang hier einfach mal leer räumen. So, dann kriegen wir jede Menge Eisen und dann kriegen wir noch ein bisschen Kohle und dann haben wir ja schon mal so die Grundausrüstung, die wir brauchen, um tiefer zu gehen. Also müssen wir wahrscheinlich machen wir es einfach mit runtergraben. Die große Höhlenerkundungstour bringt es jetzt auch nicht. Ist zwar spannend, aber auf lange Sicht dann doch wieder langatmig. Ergo schnell alles finden. Weil wir wollen ja nicht so lange verweilen, wie wir es sonst immer taten. Wir wollen die Action finden. Naja, Action Minecraft passt nicht so ganz. Dafür brauchst du andere Mitspieler, glaube ich. Damit dann so richtig PvP und so. Und dann wird es halt auch kribbeliger. Weil ich glaube, allein die Tatsache, mir geschworen zu haben, nicht wieder in derselben Welt auftauchen zu wollen, wird die Sache schon etwas spannender machen. Ja, dies war schlau. Ja, machen wir jetzt einen blöden Tisch hier. Weil jetzt dafür extra nach oben zu gehen, ist auch echt blöde. Habe ich keine Sticks mehr? Die alle schon wieder? Mein Gitterchen. Wupp, 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 wupp. So. Zwei Stone Pickaxes. So mit diesem neuen, neu, haha, für euch wahrscheinlich ein alter Hut, aber mit diesen neuen Methoden zum Kräften, so rechte Maus das rübersliden, das kann ich gar nicht. Mich immer gefragt, was die da machen, warum das so schnell geht und wie die so schnell klicken können und so präzise, aber das ist irgendwie Minecraft drin. Inzwischen. Ich glaube, es gab es früher nicht. Ich weiß nicht, seit welcher Version dieses GUI Improvement drin ist, aber es ist echt cool. Es hilft. So, können wir hier mal. So. Ja, ein bisschen Strip-Minen werden wir dann mal eine Folge lang oder zwei. Weil müssen wir leider machen, um halt schnell an die Ressourcen zu kommen, die wir brauchen. Brauchen wir Diamanten für eine Diamantspitzhacke, um Obsidian aus der Wand zu hauen. Und dafür, um Diamanten zu finden, brauchen wir erstmal jede Menge Eisen. Aber so jede Menge Eisen sieht ja gerade ganz gut aus, als ob wir das hinkriegen könnten. Nö? Nö, wa? Sieht ja doch genauso. Finde ich gut. So. Hüpf die Hüpf. Hüpft die hüpft, weil die war ja auch. Hier ist ja noch mehr von dem Zeug. Und Kohle und ach, ist das schön. Das freut mich. So, müssen wir nach unten einsammeln gehen. Aber es ist ja, weniger hart als früher. Das kann ich nur immer wieder sagen. So, Ressourcenfinderei ist jetzt echt einfacher geworden. Ha. Ich dachte, kommt keine Musik mehr, aber da kommt sie schon. Ah, dass die Framerate so einbricht auf 29 Frames ständig, ist auch irgendwie nervig. Ich hoffe, es bricht nicht noch weiter runter. Weil. Oh, ist das schön, dass ich das sagen kann. Nee, ich habe optimiert. Ich bin jetzt
totally optimized. Und zwar zum Aufnehmen. Und mir so gedacht, da könnte ich doch mal ein bisschen optimierter vorgehen. Hab nochmal in meinem Schrank geguckt, fand eine alte Festplatte. Und diese ist jetzt exklusiv für Aufnahmen zuständig. Datendurchsatz von 80 MB die Sekunde reicht gerade mal so aus, um jetzt hier 27p zu machen. Aber ich merke schon, desto voller die Platte wird, also desto länger die Folge wird, bricht es mehr und mehr ein, was ja auch klar ist. Ne? Das wissen wir ja alle. Übertragungsrate ist ja quasi proportional zur Position auf der Festplatte. Ganz inne ist ganz schnell, eigentlich müsste außen ganz schnell sein, aber gut. Auf jeden Fall, ja, scheint sie nicht so das Optimum zu sein, muss ich dann nochmal tauschen gegen eine andere. Oder ich muss mich selber limitieren auf 25 Frames oder so. Na, darf man nicht erwähnen. Bricht dann schon ein. Ich hoffe, die Qualität leidet darunter nicht allzu sehr. Was für euch noch angenehm zu gucken ist. Auf jeden Fall ist das ThemeNet, was ich jetzt gerade verwende. Ist doch kein Schirm, mal kurz zeigen. Ich verwende jetzt Equanimity. Equanimity. Whatever. Ja, und hier seht ihr noch das alte und so. Ne? Pampelmuse sieht auch cool aus. Wir könnten immer auf Pampelmuse wechseln. So, dann. Und dann. Und back to game. Pampelmuse. Pampelmuse erinnert mich irgendwie ein bisschen an Tronic. Muss ich ja sagen. Ne? Vor allem das jetzt. Blüpp. 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 Zu oft das Theme wechseln ist dann wahrscheinlich auch blöd. Also das Resource Pack, muss man ja jetzt sagen. Resource Pack. Dann erkennt man die Ressourcen nicht mehr so richtig schnell und akkurat. Doch hier habe ich mich rausgebuddelt irgendwo. Oder? Bin ich gerade verwirrt. Wo kam ich her? Ne, das war hier gegenüber. Ich habe mich da irgendwo runtergebaut. Um dann, ach hier, hier zu landen. Genau, weil wir wollten ja nur den Endermännern ausweichen. Das haben wir getan. Somit. So. Ja. Bogenschützen. Haben wir wieder Tag? Wir haben wieder Tag. Das ist gut. Das heißt, das erste Ei. Ah, okay. Eine Kohle macht 8. Ui. Fast 40. Das heißt, 2, 3, 4, 5. So, das muss hier noch brutzeln, auf jeden Fall. Das heißt, wir können unser Stone Sword schon mal beiseite legen und uns. Tja, wenn wir jetzt nicht so blöd gewesen wären, ne? So. Ach doch, 10 hatte ich. Mein Gott. Siehst du, das meine ich mit Theme so oft wechseln. Das ist nicht gut. So, ein Eisenschwert machen auf jeden Fall. Und eine Eisenspitzhacke. Und eine Eisen, na, weil wir sie noch nicht haben, können wir sie ja auch gleich aus Eisen machen. Eine Eisenaxt. So, Kiste brauchen wir noch nicht. Ja, aber hier, was mich an diesem Theme, also so genial das auch ist und so Tronic-like und so, was mich halt ein bisschen stört ist, wie hier die Werkzeuge aussehen, die sind halt echt so ultra pixelig. Die könnten echt etwas feiner gearbeitet sein, meiner Meinung nach. Aber es ist halt nur meine Meinung. Achievement. Ja, dass jetzt alles auf einmal ein Achievement ist, das ist das schlimm.
braucht ihr das, ihr da draußen, ihr junge Generation, jetzt wahrscheinlich auch schon der ältere Generation. Sehe hier so Senioren-Minecraft. Weißt du? Senioren-Minecraft. Oh. So. Achso. Ich hab's ganz vergessen, wir sind ja raus aus der Höhle. Ja, ja, irgendwann gewöhne ich mich auch wieder dran. Oh, toll, wegen dem einen Block habe ich mich jetzt so hochgebaut. Da ist ein Schwein. Schwein ist gut, Schwein heißt Essen. Dann gehen wir erstmal hier so dahin. Mehrere Schweine heißt mehr Essen. Also können wir uns ein paar Schnitzel braten, also weil der Hunger kommt auch gleich. Also. Genau. Machen wir uns gleich mal einen zweiten Ofen, ne? So. Na, das ist doch schon mal schön. Ich glaube, ich habe die Membran im linken Kopfhörer beschädigt. Bei irgendeinem Experiment, was ich hier veranstaltet habe. Also in der linken Ohrmuschel des Kopfhörers. So muss man es vielleicht... Wo ist meine Höhle? Ach, da. So. Dirt. So. Oh, aber der Cobblestone sieht cool aus. Furnace. So. Eins, zwei, ah ne, genau, einmal und Rinder. Wir müssen was essen, ganz, ganz dringend. Ja. Ja, besser. Schon Verschwendung jetzt, das dafür zu nehmen, aber wollen die Herzen ja auch mal wieder auffüllen, ne? Ja, die zweite Workbench können wir hier noch ablegen. Wir wollten nämlich Holz holen eigentlich, wenn wir nicht verhungert werden fast. Deswegen, weil wir ja nicht verhungern wollen, habe ich jetzt erstmal und so, ne? Wisst ihr ja. So, Schweinchen. Schweinchen töten. Ja, und breeden werden wir auch mal wieder. Ich glaube, es geht gar nicht. Also alles so auszureizen vom Spiel klappt nur, wenn man irgendwo dann doch mal ein bisschen sesshafter unterwegs ist. Also zumindest ansatzweise. Aber jetzt die ersten Folgen will ich doch eher mal schneller durchrushen und... vielleicht sogar dann meine Homebase, die ich jetzt hier gerade habe, gleich wieder aufgeben. Jetzt brauche ich bloß erstmal ein Stack Holz. Dann habe ich eigentlich schon alles, was ich jetzt so hier jetzt gerade, auch bis auf dass die Sonne gleich wieder untergeht. Also ja, Schafe fehlen noch für ein Bett, um die Nacht schneller zu überbrücken. Ach, ein schönes Liedchen. Das fehlt auf jeden Fall noch. Die Sonne ist fast weg. Radiosity hochdrehen, ne? Wow, Hilfe. Der Baum hält mich gefangen. Oh, ach, da unten. Zum Glück habe ich ja so eine gute Orientierung. So, da ist auf jeden Fall Essen fertig. Iron Ore ist dann auch gleich da. Tja, und da war das Minecraft auf einmal weg. Ich hoffe, meine Aufnahme ist nicht im Arsch.
Mann. So, eigentlich bin ich ja nur noch hier reingegangen und wollte auch gerade sagen, fertig für heute. Naja, okay. So, warten wir nochmal auf die letzte. Das letzte Iron. Läuft, also lief schon mal stabiler, muss ich sagen. Toll. Ja, gut, der Ofen brennt langsam aus. Damit passt er. Oh. Na, verdammt. Ja, gut. Also nehmen wir das hier. Sollte reichen für einmal. Fast ein Stack Holz. Bisschen was zu essen. Na, ich bin ganz zufrieden. Ja, Steinschwert. Ja, machen wir hier unsere Müllkippe. Wo hier. Also seht ihr mal, warum ich dieses Theme cool finde. Das sieht so geil aus. Hier mit diesen blub, blub. Das ist richtig cool. So. Dann stehen wir hier genau richtig. Dann können wir da nämlich unser Steinschwert reinhauen. Na toll. Moment. So. Kabel. So. Dann können wir da nämlich unser Steinschwert reinhauen. Und tschüss. Jetzt kommt es nicht mehr zurück. So, was brauchen wir noch nicht mehr? Ach, die Holzschaufel kann auch weg. Ja, das benutze ich noch. Knochen, Pilze. Ja, der Rest kann erstmal bleiben. Schön. Gut, mit diesem Ausblick in die Nacht verabschiede ich mich dann erstmal wieder für diese Aufnahmesession. War schön, mal wieder da zu sein und wird auch immer besser werden, wenn ich da mal wieder auftauche. Hoffe ich. Schauen wir mal. Bis dahin, bye bye! Thank you.